Hallo, willkommen mitten aus meinem Keller. Ja, so wird ein bekannter Bushcraft-YouTuber das Video jetzt anfangen. Ja, wie ihr seht, wieder mal in meinem Keller. Und hier steht's endlich, das Hemiway City Cruiser Bike. Ja, ich hatte ja schon in den Videos zuvor angekündigt, dass die Firma Hemiway mir ein Fahrrad zur Verfügung stellt, ein Pedelec. Und ja, da sagt man natürlich nicht nein und da freue ich mich drüber. Und ja, der Rainer, liebe Grüße an dich, Rainer, hat ja auch schon das Fahrrad bekommen und ist in den Genuss gekommen, das zu testen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich da gesehen habe, das hat mir schon ganz gut gefallen. Jetzt möchte ich mich aber nicht von Rainer seinen Videos beeinflussen lassen und möchte da ganz neutral an die Sache rangehen. Ja, und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich werde das Fahrrad jetzt mal hier auspacken und ja, dann mal von dem ganzen Material, was da zum Schutz drum ist, befreien und auf dem Boden ausbreiten. Ja, ich muss das hier im Keller machen, weil in der Wohnung, da habe ich keine Ruhe, da werde ich zu oft gestört. Und ich hoffe, das haut hier mit dem Platz einigermaßen hin. Was sei noch zu sagen? Ah ja, ist wie, glaube ich, beim Rainer auch mein erstes Unboxing-Video. Also wenn da nicht alles so läuft, wie man sich das von so Profis vorstellt, dann bitte ich das zu verzeihen. Ja, nichts anderes als in dem Rainer seinem Video. Das Teil scheint gut verpackt zu sein. Und das werde ich jetzt erstmal alles von dem Verpackungsmaterial ja, befreien. Hier ein Karton, ich nehme an, da ist das Werkzeug und ich hoffe auch die Hemiway-Mütze drin. Sonst bin ich neidisch, Rainer. Gell? Also wenn du eine Mütze bekommen hast und ich nicht, dann gibt's Ärger. Nee, ach, hier. Das ist ja cool. Ich habe ein anderes Fahrrad als der Rainer. Nee, gleiche Modell, nur ich habe das Fahrrad in weiß. So ein kleiner Augenzwinker, da wird sich meine Frau freuen. Ja, jetzt muss ich mal sehen, dass ich das alleine hier rauskriege, weil ich habe keine nette junge Assistentin, die mir aktuell hilft. Und ja, ich glaube, das kann man einfach so im Gesamten rausheben. Dafür schiebe ich den Karton mal vor und hebe das Ganze jetzt mal raus. Kann man direkt testen, ob man es alleine aufbauen kann. Jo. Gut, ich glaube 26 Kilo sind halt 26 Kilo, gell? So. An der Stelle mache ich jetzt mal einen Schnitt und werde das Ganze mal auspacken und zurechtlegen. Da liegen schon Einzelteile drin. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen. Das Fahrrad ist jetzt mal von dem ganzen Verpackungsmaterial befreit und ich muss sagen, wirklich gut eingepackt. Also da in dem stabilen Karton, da dürfte eigentlich nichts passieren bei der Lieferung. Ja, erster Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen, das macht auf mich alles einen hochwertigen, schönen, stabilen Eindruck. Also kann man nicht anders sagen. Ein ordentlich gut geschweißter Rahmen. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob das Chrom-Molly-Rahmen ist oder sowas. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber das sieht sehr robust und gut verarbeitet aus. Auch hier die Aluminium, die Schnellspanner und sowas, der stabile Gepäckträger. Das hat mir ja schon auf den Bildern ganz gut gefallen. Hier mit diesem Holzbrettchen, der Rainer hat es ja Vespa-Brettchen genannt und der wird wohl seinen Schinken darauf schneiden. Nee, ein stabiler, ja, richtig massiver Gepäckträger und auch hier Vorderrad, die Felge, das sieht alles ganz gut aus. Jetzt habe ich gesehen, das ist sogar eine Trektrobremse, die habe ich auf meinem Ghost Fully und auf meinem Trekkingrad, genau. Und
Da habe ich bisher ganz gute Erfahrungen gemacht. Also die Bremse schon mal gut. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ein 655 Watt Akku, 250 Watt Heckmotor. Da habe ich keine Erfahrung mit. Ich fahre bisher nur Mittelmotoren. Ja, ein Yamaha-Motor, den ich bisher als Vergleich gefahren habe. Den Bosch Performance Motor von meiner Frau. Und ja, ich habe beim Rainer gesehen, der sagte, das würde schon Geräusche machen. Aber Rainer, ich kann dir eins sagen, mein Yamaha-Motor von der Lautstärke, ich glaube, der ist unschlagbar. Also der ist so laut. Den Bosch Performance von meiner Frau, den höre ich überhaupt nicht. Aber der Yamaha-Motor, ohrenbetäubend. Ja, so viel dazu. Will jetzt auch nicht zu weit abschweifen. Ja, dann baue ich das Thema gleich mal zusammen. Hier haben wir das Ladegerät, die Mütze, Werkzeug, um es zusammenzubauen, eine LED-Lampe, ja, Flat-Pedale finde ich ganz gut, die Breiten, sonst sind meist immer so kleine Plastikpedale dabei und hier das sind Metallpedale, wie man die auch auf dem Mountainbike hat, diese Flat-Pedale finde ich ganz gut, schöner großer Stand, ja. Hier, das ist Plastik, ein Plastikschutzblech, aber wie gesagt, ist ein Citybike und dafür sind die Schutzbleche natürlich genial, wenn ich morgens mal zur Arbeit fahre oder meine Frau, ja, dann wird man halt nur von oben nass und nicht von unten. Ich würde sagen, jetzt baue ich das Ganze mal zusammen und werde mal sehen, wie leicht oder schwer das geht. Ich habe das ganze Werkzeug mal hier auf dem Boden ausgebreitet und werde jetzt als erstes mal den Lenker montieren. Ja, sollte man vielleicht erstmal hier oben aufschrauben und die Distanzringe rausnehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da jetzt rausnehmen muss, aber ich denke mal, ja. Zwei, das müsste reichen. Also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu sehr schon vorab ins Schwärmen kommen, aber das macht einen tollen Eindruck. Also hier die Ledergriffe, schön verarbeitet, hier die Traktorbremsen, das große Display. Ich habe mal geguckt hier, das ist eine Sandtours-Gabel mit 80 mm Federweg. Ich denke mal, da kann man nichts verkehrt machen. Man muss auch klipp und klar sagen, wie gesagt, das ist ein City-Fahrrad. Ja, ich denke mal eher zum Einkaufen gedacht. Ja, in der Stadt unterwegs zu sein. Der Schüler, der vielleicht. Der Schüler, sieht man mich jetzt überhaupt noch, wenn ich hochkomme? Weiß es gar nicht, ja. Damit zur Schule fährt, zur Uni, wie auch immer. Und wie gesagt, da muss man halt sehen, wofür man dieses Fahrrad nutzt und gebraucht. Jetzt weiß ich gar nicht, wie man hier den Lenker umlegen kann. Oder mache ich hier was falsch? Ich habe jetzt das Rätsel um den Lenker gelüftet. Also man musste den nach vorne wegklappen. Und jetzt kann man hier die Schraube eindrehen. Sofern das Gewinde dann den Weg findet. Jetzt hatte ich doch mich gewundert, die passt doch gar nicht da rein und ist gar nicht lang genug. Das ist natürlich nur die Schraube von dieser Abdeckung vom Steuerkopf und ja, die gehört da nicht rein. Hier ist eine Schraube drin und die werde ich jetzt mal anziehen. Ja, ich habe zwei Ringe entfernt von den Distanzringen. Das müsste jetzt so passen. Halbwegs gerade schon mal ausgerichtet. Endfixierung, sag ich mal, die kommt natürlich dann auch erst, wenn das Rad dran ist, das Fahrrad steht und ja, man dann alles für sich auf seine Position bringen kann. Probier es nochmal hier mit dem Lang. Nach fest kommt ab. Das wollen wir nicht. Und ja, das ist schon mal fest. Und jetzt brauche ich einen kleineren Imbus. Für hier die Schrauben. Entschuldigt, wenn ich nicht immer in die Kamera gucke oder mich mal wegdrehe von euch,
Aber wie gesagt, Unboxing-Video habe ich persönlich auch noch nicht gemacht. Irgendwann ist immer das erste Mal. Und vielleicht lernt man ja für die Zukunft. So, das ist schon mal montiert. Allzu fest ziehe ich es noch nicht, weil wie gesagt, das tue ich erst alles am Ende ausrichten. Was mir hier schon mal positiv auffällt, ist, dass ja, dass man alles mit dem Schnellspannverschluss hier machen kann. Und das ist für unterwegs, finde ich das gar nicht verkehrt. Jetzt habe ich den Lenker mal so grob ausgerichtet. Und also ich muss es nochmal wiederholen und das sage ich jetzt mit voller Überzeugung. So wie es hier steht und diese Ledergriffe und die Bremsen und diese Verarbeitung, muss ich ganz ehrlich sagen, macht das einen richtig hochwertigen und guten Eindruck. Wie es nachher beim Fahren ist und das alles, wie gesagt, das kann ich natürlich noch nicht beurteilen. Aber wirklich schön, gefällt mir richtig, richtig gut. Nur beim Zusammenbauen muss ich ganz ehrlich gestehen, alleine ist das natürlich machbar, ohne Probleme. Aber wenn man dabei filmen möchte und ja, muss dann mit einer Hand die Kamera übers Handy steuern und ja, mit der anderen Hand das Rad festhalten und so weiter und so fort. Ja, ist das besser, wenn man sich da vielleicht einen zweiten Mann holt oder Frau. Jetzt bin ich gerade am gucken, man soll einfach diese Kappen hier abziehen. Aber muss man da was sagen? Ah, es geht doch. Ja, ich habe es jetzt geschafft, die Kappen abzuziehen und werde das Rad mal einsetzen. Dafür habe ich schon die Sicherung von von der Bremse, von der Hydraulikbremse gezogen und werde das jetzt mal hier. Ja, macht natürlich doch, doch. Ich glaube, die Achse, das geht so und dann kann ich auch schon die Achse durchstecken. Ja, wie gesagt, schöner wäre es jetzt für euch, wenn da hinten jemand stehen würde und würde mir das Fahrrad festhalten und ich könnte dann ein bisschen genauer das Ganze filmen. Aber ich denke, so geht's auch, oder? So. So, ich denke mal, jetzt kann ich es auch auf den Ständer stellen. Probieren wir es mal aus. Und es steht. Jawohl. Gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal die Lampe und das Schutzblech dran. Ja. Mist, jetzt muss ich das ganze Video nochmal neu drehen. Ich habe die ganze Zeit vergessen, den Bauch einzuziehen. Naja. Ja, das Schutzblech, das ist jetzt montiert und ich muss feststellen, ich brauche langsam eine Brille. Ganz ehrlich, Leute, das ist, wenn ich hier sehe, wie ich den Imbus versuche, in die Imbusschrauben zu führen, man muss der Tatsache ins Auge schauen, dass man älter wird und ja, die Sehkraft auch nicht besser. Meine Güte, ich brauche eine Brille. Echt. Ja, Lampenanschluss, wasserdicht, logisch. Und jetzt auch das hier ist so ein kleiner Nippel drin, so eine Führung. Ich sehe es grad noch so. Jo, es hat funktioniert. Ja, Schutzblech montiert, Rad montiert. Und je mehr ich an dem Fahrrad schraube, umso besser gefällt es mir. Ne, ganz ehrlich. Wirklich. Ein schickes, schönes Fahrrad. Toll. Langsam aber sicher kommen wir auch zum Finale, nämlich dem Einsetzen der Pedale. Und hier sei mal zu erwähnen,
Also diese Aluminium-Flat-Pedale, wirklich klasse, dass die mal dabei sind. Weil ihr kennt das vielleicht, wenn man sich so sündhaft teure Fahrräder kauft, wo man denkt, ja, da müsste alles dran passen und stimmen, und dann sind dann immer so billige Schrottpedale, so Plastikpedale da dran montiert. Das kann ich nie nachvollziehen. Da kaufst du ein Fahrrad für was weiß ich, für 3000 Euro, ja, und dann ist da so eine Plastikpedale dran. Ja, das ist immer kurios. Ja, und ich habe mir auch mal so einen Pedalschlüssel gegönnt, weil wer einmal versucht hat, so eine jahrelang gefahrene Pedale vom Fahrrad wieder zu lösen, der weiß um die Hebelwirkung. Das Fahrrad ist zusammengebaut und ja, jetzt fasse ich einfach mal zusammen, was ich jetzt so alles an dem Fahrrad ja entdeckt habe, und ja, fangen wir oben an. Also wie gesagt, Ledergriffe, eine solide Shimano-Schaltung, eine Klingel ist schon dabei, ein großes Display, Tektobremsen, 160 mm Durchmesser, hat der Rainer ja schon erwähnt. Wie gesagt, ich habe die am Mountainbike, an dem Ghost Fully, und bin damit sehr zufrieden. Kenda-Reifen, Schutzbleche sind dran, wie sich das für ein Citybike natürlich gehört. Ein sehr solide wirkender, stabiler Gepäckträger. Ja, Shimano-Schaltung schon erwähnt. Motor, wie gesagt, da kann ich noch nichts zu sagen. Da habe ich keine Erfahrung mit. Ja, bin mal gespannt, wie er sich schlägt. Und ja, dann ein 655 Watt Akku von Samsung. Verspricht meiner Meinung nach Qualität. Ich glaube, Samsung, die wissen auch, was sie tun in Sachen Akkus, und von daher bestimmt nicht schlecht. Dann hier eine Doppelaluminiumplatte, dafür, dass der Kettenlauf schön gewährleistet ist, sprich, dass sie nicht so ohne weiteres rausspringen kann. Aber ich denke mal, das ist auch für ein Citybike kein wirkliches Thema. Ja, dann Beleuchtung, die ist natürlich am Akku angeschlossen. Das finde ich ist immer ganz gut, dass du da nicht einen zusätzlichen Akku oder Nabendynamo oder sowas brauchst. Dann hat das Display hat noch einen USB-Anschluss für Handy zu laden unterwegs. Finde ich auch gut. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie das Teil sich auf der nächsten Tour schlagen wird. Ja, wie der Motor sich schlägt. Wie gesagt, einige haben ja gesagt, der wäre laut oder was. Da habt ihr meinen Yamaha-Motor vom Highbike noch nicht gehört. Also der ist wirklich ohrenbetäubend. Das konnte ich jetzt beim Rainer im Video nicht wirklich feststellen. Der tiefe Einstieg, ja, ist ein Unisex-Rahmen. Und ich finde, wenn man das jetzt mal rein als Citybike sieht, nicht als Tourenrad oder Geländerad sowieso nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das miteinander vergleichen kann. Ist mir ein Rätsel. Aber egal. Ein Citybike finde ich das gerade auch für ältere Leute gar nicht schlecht, dass wenn man mit beladenen Packtaschen mit seinen Einkäufen so einsteigen kann. Wir werden alle nicht jünger, und die jetzt noch über uns lachen, dass so langsam aber sicher die Kreuzschmerzen anfangen und es immer schwieriger wird im Alltag. Naja, ihr kommt auch noch in das Alter, und wie gesagt, deswegen finde ich diesen tiefen Einstieg gar nicht schlecht. Meine Illusion ist es ja hier bei diesem Hemiway-Bike, dass es sich so gut schlägt draußen, dass ich es vielleicht doch als Tourenrad verwenden kann. Ich mache mir hier noch einen Getränkehalter dran. Ja, vielleicht noch ein Lowrider, wobei ich gesehen habe, hier sind vier Schrauben vorne mit einer ziemlich stabilen Aufhängung. Vielleicht kann man da einen Lastengepäckträger dran machen. Das wäre natürlich auch cool, weil ich habe ja erwähnt, ich möchte im Winter möchte ich mir das mal so richtig vollpacken. Vielleicht ein bisschen geländegängigere Reifen drauf machen und da mal so eine Wintertrekking-Tour machen. Ja, bin mal gespannt, ob das klappt und ob das hinhaut. Ja,
Und dann würde ich sagen, lade ich das Teil jetzt mal richtig voll und mach dann nachher mal die erste Probefahrt, die ihr jetzt vor dem Video schon gesehen habt. Ja, bin gespannt. Dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle das Video. Ich hoffe, euch hat das kleine Unboxing-Video von dem Himiway-Bike gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal auf einer Radtour mit dem Teil hier. Ja, Rainer, an dich sei noch gesagt, ich freue mich schon auf unsere gemeinsame Himiway-Bike-Tour und wann das sein wird, das steht natürlich noch in den Sternen. Ihr wisst ja, der ganze Triss mit dem Corona und Kontaktbeschränkungen weiter und so fort. Ich hoffe, das findet wirklich bald ein Ende und wir können uns wieder frei bewegen. In dem Sinne, bleibt alle gesund und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt, euer Dirk on Tour, euch noch einen schönen Restsonntag. Ciao!